im Labor vermehrt. Die sind Meristem. Meristem vermehrt und sind dann hochgeputscht. Mhm. Ja, mit Dünger und Wärme und Wasser hochgeputscht. Und die taugen nichts. Alle Farben. Тут желтенькие есть, вообще все, всякие возможные и невозможные. Велосипед для главного садовника. Спорт. Ja, hier ist also Verkaufsquartier. Пионис, эрантис, хепатика. Печеночница, печеночница, морознички и так далее. Листва остается лежать, пока печеночницы не зацветут, и только когда они начинают цвести, тогда уже прошлогодняя листва убирается. Das sind schöne Sachen hier, die Crema. Очень красиво. Hepatica crema. Hepatica crema. Панашированная. Von Severin Schlüter aus Schweden. Это вот недопревший листовой компост. Ему привозят соседи. Das streue ich über die Pflanzen rüber. Für den Winter oder? Über Winter, das ist früher mache ich das auch noch. Mhm. Das ist was die in der Natur haben, mhm. Als natürliche Laubdecke, was dann verrottet. Okay. Das gebe ich denen schon als feines Zeug. Mhm. Eine Sorte Supernova, Transylvanica Supernova. Das sind Sämlinge davon. Mhm. Wunderschöne Farben dabei, ganz dunkle, violette Farben dabei. Mhm. Hier ist Laubkompost. Ich habe dieses Lager, hier ist kein Kalk mit dran. Das ist neutral, leicht sauer für Trillium und andere. Das Lager da hinten, das ist große. Da streue ich immer Kalk dazwischen. Konski Navost. Сильно, сильно хорошо перегревший Konski Navost. Vorsicht, Vorsicht mit dem Boden hier, das ist Lehm. Gut. Hier habe ich was sehr Schönes. Тут у меня что-то очень хорошее. Это для анемон и печеночниц. Что это? Das ist von alten Stümpfen von Bäumen von Pappeln. Die verrotteten Baumstümpfe. Das ist Xylit. Это Xylit? Aus der Kohle, aus dem Kohle aus der Braunkohle. Mhm. Wenn da Stämme noch in der Braunkohle liegen, die werden geschreddert und das ist dieses Zeug. Das macht das Substrat locker, luftig. Substrat для растений за счет оксилита становится очень легким. Das ist fertiges Hepatica-Substrat. А это уже готовый смешанный Substrat. Und was ist da drin? In welches Verhältnis? 70% Laubkompost und dann etwas Pinienrinde. Немножко коры от пиний. Und Xylit, was wir eben gesehen haben. Und dann habe ich Blähton. Это то, что для изоляции используется. Глина обожженная. Она уже измельченная. Das ist eine Trockenschüttung, eine sogenannte, was man im Bau nimmt. Это то, что используют для изоляции при строительстве. Обожженная глина перемолотая. Das ist so wichtig, weil das Wichtigste beim Hepatica-Substrat ist, dass es locker und luftig ist. Darf niemals verschlemmen und dicht werden, dann gehen sie ein. Тут еще измельченная пемза. Бимс. Vulkanischer Бимс. In der Natur wachsen sie ja in dieser halb verrotteten Mullschicht. Und das ist das, was die haben müssen. Ja, das ist das, was sie haben wollen. Легкий, воздушный, это то, что им нужно для того, чтобы жить. Это его собственная селекция. Очень красивое растение, Amus fire. Wie heißt die Art? Amus, Arum Italicum. Arum Italicum. Italicum. Und die Sorte heißt jetzt? Amus fire. О, стрелы Амура называется.